Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik, GMT. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles ums Wasser dreht und darum, wie wir uns schützen können, wenn es zu viel davon gibt. Also, wie wir uns vor extremem Hochwasser schützen können. Durch den steigenden Meeresspiegel wird das ein Problem der Küste. Es ist aber zunehmend auch eines im Landesinneren. Alle 2 Jahre gibt es dort inzwischen ein Hochwasser, sagt mein heutiger Gesprächspartner, Professor Dr. Holger Schuttrumpf von der Uni Aachen. Er ist Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH und kennt sich bestens aus mit Schutzmaßnahmen an der Küste und auch im Landesinneren. Moin, Herr Professor Schuttrumpf. Moin, Frau Fehning. Sie sind Experte für Küstenschutz. Sie sind Experte für Hochwasserschutz und das in Aachen so weit weg von der Küste. Konzentrieren Sie sich auf die Hochwasser, die wir zum Beispiel jetzt um den Jahreswechsel hatten? Ja, also in der Tat, ich kombiniere hier so ein bisschen den Hochwasserschutz mit dem Küstenschutz. Das liegt aber so ein bisschen an meinem persönlichen Werdegang. Ich komme eigentlich ursprünglich mal aus Niedersachsen, habe in Braunschweig studiert, war dann eine Zeit lang bei der Bundesanstalt für Wasserbau in Hamburg und bin jetzt in Aachen. Ja, und ganz klar aufgrund dieses Werdegangs eben Küstenschutz auf der einen Seite, aber in Aachen dann eben Hochwasserschutz auch als ganz wichtiges, klassisches Thema hier am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen. Beim Weihnachtshochwasser oder bei dem Hochwasser, was wir um den Jahreswechsel hatten, ganz besonders in Niedersachsen, waren Sie vor Ort und haben analysiert. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen? Wie waren die Orte in Niedersachsen, die besonders betroffen waren, aufgestellt? Ja, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, so, das ist auch jetzt nicht nur wissenschaftliche Neugier, sondern natürlich auch großes Interesse, sich bei einem Hochwasserereignis auch das anzusehen, was passiert. Klar, es gibt ganz viele Bücher, es gibt ganz viele Publikationen, aber es ist immer noch was anderes, wenn man wirklich mal vor Ort ist und sich ansieht, was passiert eigentlich bei einem Hochwasser. Ja, und von daher war es eigentlich dann auch zwangsläufig, dass ich kurz nach Weihnachten losgefahren bin, um mir dann einfach mal an Aller, Leine, Weser, aber auch an Flüssen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, also zum Beispiel an der Lippe, mal anzusehen, was passiert denn eigentlich bei dem Hochwasser? Wie sind die Betroffenheiten? Wie hoch sind die Wasserstände? Ja, man kann da unglaublich viel mitnehmen und selbst wenn es manchmal nur schöne Fotos für die Vorlesung sind, aber irgendwas findet man immer. Was haben Sie gefunden? Was zeigen Sie Ihren Studenten? Naja, also wenn ich jetzt gerade so an dieses Hochwasserereignis jetzt um die Jahreswende denke, insbesondere diese riesigen überfluteten Flächen, weil das war eigentlich das Besondere bei dem Hochwasserereignis 2023-24. Wenn Sie da durch Niedersachsen gefahren sind, das waren ja riesige Seenlandschaften, große Flächen, also gerade so um Hannover, zwischen Hannover und Bremen, die waren ja richtig überflutet. Das waren jetzt keine meterhohen Wassertiefen, aber die Flächen aufgrund des norddeutschen Flachlandes halt diese riesigen Seenlandschaften. Das ist eben so ein Charakteristikum so eines Winterhochwassers, wie wir es um die Jahreswende hatten. Es waren natürlich auch Gebäude betroffen, aber die Gebäude, die betroffen waren, das war meistens ansteigendes Grundwasser. Weil das Wasser ist dann aufgrund, das Hochwasser hat ja wirklich Wochen gedauert. Und dann ist das Wasser durch den Untergrund in die Keller eingedrungen. Und deswegen hatten wirklich viele Leute Wasser im Keller. Wie hätte denn dieses Hochwasser verhindert werden können, dass es nicht solche Auswirkungen gehabt hätte? War es ein Problem der Deiche? Na, eigentlich ist es erstmal so, das Hochwasserereignis selber kann man eigentlich nicht verhindern. Weil das Hochwasser, so sagen wir es immer, ist ein natürliches Ereignis. Zurückzuführen natürlich auf die großen Niederschlagsmengen im Dezember. Gott sei Dank haben wir da keinen Einfluss drauf. Aber wir können uns schützen dagegen. Ja, ich muss auch sagen, es war auch gut, dass wir diese großen überfluteten Flächen hatten, weil wir hatten in den letzten Jahren, wenn ich so an 2018, 19, 20, 2022 denke, hatten wir mit Trockenheit zu tun. Und was dieses Hochwasserereignis insbesondere aufgrund ja auch der langen Dauer gebracht hat, ist, dass wirklich auch mal die Grundwasserleiter wieder gefüllt wurden. Der Bodenwassergehalt hat zugenommen. Also genau das, was wir eigentlich brauchen, damit wir damit auch über den Sommer kommen. Also von daher aus, ich sag jetzt auch mal ökologischer Sicht und aus Sicht der Grundwasserleiter, genau das, was wir brauchen. Aber natürlich, wir müssen uns dagegen schützen.
Und dann sind wir bei den Deichen. So, und was wir bei den Deichen gesehen haben, die haben zum Großteil auch sehr gut funktioniert. Ich habe nicht gehört, dass irgendwo Deiche gebrochen sind. Aber wir haben natürlich insbesondere in den Medien viel von maroden oder auch weichen Deichen gelesen. Und die Frage stellt sich natürlich, was ist ein maroder und was ist ein weicher Deich? Vielfach reden wir hier über kleinere Deiche, wir reden vielfach über Altdeiche, zumindest das, was wir gesehen haben. Wir sehen auch viele Bäume und Büsche, die dann in den Deichen waren. Ja, und so, wenn man jetzt mal guckt, wie muss eigentlich ein Deich unterhalten werden? Das ist eine der Regeln. Da sollten möglichst keine Bäume, keine Büsche im Deich sein. Da sollten keine Wühltiere im Deich sein, wie Wühlmäuse und Maulwürfe und andere Tiere, die da ihre Gänge graben. Denn das sind alles potenzielle Schwachstellen. Und dann kann man das ja gut nachvollziehen, wenn das Wasser dann in den Deich reinläuft, zum Beispiel über die Wühltiergänge, dann kommt es irgendwann auf der anderen Seite raus. Und dann erfüllt der Deich seine Sicherheitsfunktion, seine Schutzfunktion nicht mehr. Nun werden ja die Deiche an Nord- und Ostsee streng kontrolliert. Da gibt es immer die Deichschauen im Herbst. Ist das denn im Landesinneren auch so? Im Landesinneren ist das genauso. Auch da gibt es Deichschauen und auch diese Deichschauen finden regelmäßig statt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man insbesondere auch aufgrund der Erfahrungen der Sturmflutkatastrophe 1962 gerade im Küstenbereich deutlich mehr sensibilisiert ist für extreme Hochwasserereignisse als jetzt, sagen wir mal, im Binnenbereich. Also im Küstenbereich stelle ich immer wieder fest, dieses Thema Blanker Hans, das ist wirklich auch nachhaltig im Bewusstsein der Bevölkerung verhaftet. Das ist natürlich im Bewusstsein der entsprechenden Institutionen. Und man treibt gerade auch in Deutschland, wie auch übrigens in den Niederlanden, einen extrem hohen Aufwand, um die Deiche auch zu schützen im Küstenbereich. Wir kommen gleich auf die Küste. Ich habe noch eine Frage zum Landesinneren. Denn auch da lehrt uns ja auch das Hochwasser im Ahrtal, dass die Zahl der Hochwasserereignisse zunimmt. Das ist ja auch ein Zeichen des Klimawandels. Also wir müssen uns im Landesinneren als auch an der Küste gegen häufigere Hochwasserereignisse schützen. Und da genau kommen Sie ins Spiel. Wie machen wir das? Wie sind wir da aufgestellt und worauf kommt es an? Also in der Tat, wenn wir uns so die letzten Jahre oder letzten 10 Jahre mal Revue passieren lassen, dann haben wir eigentlich alle 2 Jahre auch wirklich mit schweren Hochwasserereignissen in Deutschland zu tun. Tatsächlich alle 2 Jahre ist es jetzt. So ungefähr alle 2 Jahre, wenn ich so denke an 2013, da waren es Donau und Elbe. 2016, 17, da waren es Schwarzwald und Harz. Goslar war da die Region und dann unten zum Beispiel Braunsbach. Dann hatten wir 2021 das Hochwasser hier bei uns in der Eifel, besonders betroffen das Ahrtal, und 2023 dann wieder das Weihnachtshochwasser jetzt im letzten Winter. Also wenn man das mal so überlegt, dann sind das eigentlich alle 2 Jahre ein wirklich größeres Hochwasserereignis. Das bedeutet, dass wir uns vor diesen Hochwasserereignissen schützen müssen. So, und wie machen wir das? Wie schützen wir uns vor Hochwasser? Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Das hängt nämlich von der jeweiligen Region ab. Es ist durchaus unterschiedlich, ob ich an einem großen Fluss bin, wie zum Beispiel dem Rhein, der Elbe, der Donau, ob ich im Mittelgebirge bin, wie zum Beispiel in der Eifel, wo ich insbesondere mit Sturzfluten zu kämpfen habe, oder ob ich im norddeutschen Flachland bin. Und gegen eine Sturzflut wie zum Beispiel 2021 kann ich mich nicht mit Deichen schützen. Dafür brauche ich den Wasserrückhalt, Oberstrom. In so einem engen Tal wie dem Ahrtal, da können Sie keine Deiche bauen. Da sind im Endeffekt die Bergflanken sind die Deiche. Das heißt, wenn da so eine Welle durchkommt wie 2021 und im Übrigen auch 1804 und 1910, ja, dann hat man eigentlich kaum noch eine Chance, dieser Welle zu entgehen. Das heißt, was muss man machen? Man muss eigentlich versuchen, so weit wie möglich das Wasser Oberstrom zu speichern. Entweder durch natürliche Maßnahmen oder, beziehungsweise besser, und durch technische Maßnahmen. An großen Flüssen, wie zum Beispiel dem Rhein, der Donau, der Elbe, sieht das anders aus. Da haben wir entsprechende Vorwarnzeiten, die Wasserstände steigen langsam an. Da habe ich riesige Flächen zur Verfügung. Das heißt, da arbeiten wir dann ganz viel in der Tat mit Deichen.
Und diese Deiche brauchen wir insbesondere, um die Ortschaften zu schützen. Was wir nicht brauchen, ist eigentlich der Schutz der landwirtschaftlichen Flächen, der Naturschutzgebiete. Da darf das Wasser eigentlich auch mal reinlaufen, denn wir brauchen den Raum für den Fluss. Also das ist die zweite Komponente an der Stelle. Am Küstenbereich ist wieder eine ganz andere Philosophie. Am Küstenbereich, da kann ich das Wasser nicht zurückhalten. Ich habe keine Chance, die Nordsee zurückzuhalten. Das heißt, was ich da machen muss, ist, ich muss in der Tat Deiche bauen. Und das ist das, was wir bei uns eben auch an der Nord- und eben auch an der Ostseeküste auch sehen. Und jede Region muss sich doch auch auf den Klimawandel einstellen, weil der eben andere Anforderungen mit sich bringt. Genau, das ist dann eigentlich der nächste Punkt. Es ist natürlich wieder ein Unterschied. Bin ich im Binnenland oder bin ich an der Küste? An der Küste sehen wir zum Beispiel den Anstieg des Meeresspiegels. Das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten sehr schön messen können. Da gibt es entsprechende Aufzeichnungen. Wir wissen, dass der Meeresspiegel nicht nur in Deutschland, sondern global gestiegen ist. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Binnenbereich ist das anders. Im Binnenbereich entsteht das Hochwasser durch zu viel Regen. Im Küstenbereich entsteht das Hochwasser oder die Sturmflut durch zu viel Sturm. Also ganz unterschiedliche auslösende Faktoren. Lassen Sie uns jetzt mal an die Küste gehen. Wie sieht es aus mit dem Anstieg des Meeresspiegels? Wie weit ist der Meeresspiegel schon gestiegen? In welchem Zeitraum und was erwarten Sie? Also der Meeresspiegel ist gestiegen. Je nachdem, wo man hinguckt, liegen diese Anstiege zwischen ungefähr 30 und 50 Zentimeter. Das ist regional durchaus sehr unterschiedlich. Und wir erwarten in den nächsten Jahrzehnten einen weiteren Meeresspiegelanstieg. Auch da gibt es unterschiedliche Szenarien. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Meeresspiegel nochmal weiter um in der Größenordnung 50 Zentimeter bis 1 Meter in den nächsten 80 Jahren ansteigen wird. Dann wird er auch die Küstenlinie verändern. Und damit wird es natürlich auch zu Veränderungen der Küstenlinie kommen. Was bedeutet ein Anstieg des Meeresspiegels? Das bedeutet erstmal, zusätzliche Flächen werden überflutet. Das spielt insbesondere in sehr flach liegenden Gebieten, die wir vielleicht in Deutschland etwas weniger finden, aber auch wir haben bei uns solche Gebiete, wenn ich zum Beispiel an die Halligen denke, da spielt das natürlich eine Rolle, weil je höher der Meeresspiegel ist, umso weniger Fläche steht zum Schluss zur Verfügung. Das heißt aber auch im nächsten Schritt, dass zum Beispiel Wellen auch bei Sturmflut zum Beispiel viel näher an die Küste ranlaufen können. Das führt dann wieder zu einem Anstieg der Belastung auf unsere Schutzbauwerke. Und diese Schutzbauwerke, wie zum Beispiel unsere Deiche, müssen wir auf diese ansteigenden Belastungen auch auslegen. Das war das Szenario, wenn die Halligen durch den steigenden Meeresspiegel verschwinden, prallen die Wellen mit einer anderen Wucht auf die Deiche, das meinen Sie gerade? Weil die eine Bremsfunktion haben, die Inseln und Halligen? Nee, also die Halligen werden nicht verschwinden. Man ist ja auch dabei, die Halligen zu schützen. Aber in dem Moment, wo der Wasserspiegel höher geht, brechen die Wellen viel näher am Ufer. Und damit haben wir eine höhere Belastung. Und es führt eben auch dazu, dass wir zum Beispiel Erosionserscheinungen erhöhen. Strömungen können viel näher ans Ufer laufen. Damit haben wir plötzlich Erosion. Und das führt dazu, dass eben auch Land verloren geht, Material transportiert wird. Da gibt es viele Effekte, die sich eigentlich auch gegenseitig überlagern. Das ist auch kein ganz einfaches Gebiet, weil es ist eben nicht nur der Anstieg des Meeresspiegels, es sind die Veränderungen von Sturmfluthäufigkeit und Sturmflutintensität. Das wiederum führt dazu, dass natürlich auch Wellen und Strömungen verändert werden, die Gezeiten werden sich verändern. Das sind auch nicht nur die Auswirkungen auf Extremverhältnisse wie bei Sturmfluten, das sind auch die Auswirkungen auf die ganz normalen Verhältnisse, auch die verändern sich, wenn der Meeresspiegel zunimmt. Und ja, das führt dann in der Konsequenz eben einerseits zu Erosion, also Bodenmaterial wird einfach abgetragen, mittransportiert, aber dieses Material muss auch irgendwo wieder abgelagert werden. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir auch irgendwo wieder mit Sedimentation zu tun. Und wie weit uns das eigentlich in letzter Konsequenz alles betrifft, beziehungsweise auch Probleme bereitet, ich glaube, das können wir heutzutage noch gar nicht richtig absehen. Okay, wie können wir uns denn, also der Meeresspiegel wird steigen, die Sturmfluten werden
heftiger, haben Sie gesagt. Strömungen werden sich verändern. Wie können wir uns dann schützen? Ist es die Erhöhung der Warften auf den Halligen, die Erhöhung der Deiche? Das sind ja Maßnahmen, die schon getroffen werden. Wird das ausreichen oder was für Möglichkeiten gibt es denn? Ja, wir fangen ja teilweise schon an, uns auf diese Veränderungen vorzubereiten. Also ein schönes Beispiel zum Beispiel ist das Land Schleswig-Holstein mit seinem Klimaschutzdeich. Und dieser Klimaschutzdeich ist so gebaut worden, dass er auch in Zukunft noch verstärkt werden kann. Das heißt, Schleswig-Holstein bereitet sich nicht nur aufgrund dieses Klimaschutzdeiches, sondern auch aufgrund zum Beispiel des entsprechenden Bemessungswasserstandes oder Referenzwasserstandes 2090 bereits jetzt schon auf die Veränderungen in der Umwelt, insbesondere im eigentlich des Klimas vor. Und da ist Schleswig-Holstein, finde ich, immer sehr gut schon dabei. Das heißt eigentlich, wir müssen uns heute schon darauf vorbereiten, dass in Zukunft etwas passiert. Und wenn wir zum Beispiel einen Deich bauen, dann bauen wir so einen Deich für die nächsten Jahrzehnte. Das ist anders. Ich versuche das immer meinen Studierenden so zu erklären. Wenn sie zum Beispiel so etwas haben wie ihr Handy. Ich sag mal, so ein Handy hat eine Lebensdauer zwischen, ich weiß nicht, 2, 3, selten mehr Jahren. Und dann gibt es das neue Handy. Und dann hat man quasi das neueste Modell. Bei einem Deich, der je nachdem, wo man ist, zwischen 5 und 10 Millionen Euro pro Kilometer kostet, können Sie nicht alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre einen neuen Deich bauen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung. Wir müssen, wenn wir heutzutage Deiche bauen, sie so bauen, dass sie auch in Zukunft, in vielen Jahren oder Jahrzehnten, immer noch widerstandsfähig gegen die Belastungen sind. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie eigentlich ganz genau die Situation im Jahr 2050, im Jahr 2070 oder im Jahr 2100 ist. Das können wir heute noch nicht vorhersagen. Das mag besser sein, das mag schlechter sein. Wir wissen es einfach nicht. Und deswegen ist es eine Aufgabe für den Küstenschutz, Deiche bereits heutzutage so zu bauen, dass sie möglichst auch in Zukunft noch widerstandsfähig sind. Im Wesentlichen heißt es, sie hoch genug zu bauen oder worauf kommt es denn da zukünftig an? Naja, es ist ja nicht nur die Höhe, die entscheidend ist, sondern auch die Form hat sich verändert. Wenn wir uns mal angucken, wie sich Deiche über die letzten Jahrhunderte verändert haben, sie sind höher geworden. Und zwar um einige Meter. Und die frühere Bemessungspraxis war so, ab dem Mittelalter, man hat Deiche immer angepasst auf das höchste jemals eingetretene Hochwasser- oder Sturmflutereignis. Und wenn es dann wieder zu einem höheren Ereignis kam, hat man die Deiche einfach höher gebaut. Aber heutzutage sind wir ja weiter. Wir können ja unsere Deiche bemessen. Wir wissen, wie die Belastung auf die Deiche aussieht. Wir kennen den Widerstand der Deiche. Und deswegen bauen wir Deiche natürlich in der Tat höher, als wir sie früher gebaut haben. Wir bauen sie aber auch flacher. Und dieses flacher Bauen bedeutet insbesondere, dass sich die Wellen, wenn sie auf den Deich zulaufen an der Küste, dann brechen die Wellen und die Belastung auf den Deich wird über einen langen Bereich verteilt. Das heißt, die Belastung pro Meter ist deutlich niedriger, als sie das früher war. Auch das Wellenbrechen sieht anders aus. Also bei so einem steilen Deich, wie wir sie früher hatten, da hatten wir dann üblicherweise diese sogenannten Sturzbrecher. Sturzbrecher, das ist das, was wir so von den Bildern, von den Wellenreitern kennen. Da bricht die Welle und die Belastung, die Energie wird plötzlich abgegeben. In dem Moment, wo wir die Deiche aber flacher bauen, verschieben wir eigentlich dieses Brechverhalten vom Sturzbrecher in den sogenannten Schwallbrecher. Die Belastung, die Energiedissipation wird über einen längeren Zeitraum verteilt, über einen längeren Bereich verteilt, die Energie deutlich besser abgegeben. So, das ist so ein anderer Punkt. Wir haben zum Beispiel auch keine Druckschläge mehr. Dadurch, dass wir ein anderes Brechverhalten haben, haben wir nicht dieses Druckschlagverhalten der Welle. Also das müssen Sie sich so vorstellen, ich sage das meinen Studierenden immer, so der Bauchklatscher vom 3-Meter-Brett. Den haben wir nicht, sondern auch da eine ganz andere Belastung. Das heißt, wir versuchen die Belastungen zu minimieren durch möglichst flache Böschungen. Und das Dritte, was wir haben, ist natürlich den Widerstand. In dem Moment, wo wir den Deich aus einem guten, widerstandsfähigen Kleiboden bauen, wo wir ihn vernünftig bemessen, den Deichkörper selber, ist er auch in der Lage, großen Belastungen zu widerstehen.
Und das ist eben auch so eine Komponente, die dazu gehört. Aber unsere Deiche entsprechen diesen heutigen Standards. Also insofern sind wir an der Küste für die derzeitige Situation gut aufgestellt an Nord- und Ostsee? An der Küste sind wir, zumindest soweit ich das sehe, vielleicht von wenigen Bereichen mal abgesehen, aber eigentlich sind wir diesen Anforderungen gegenüber sehr gut aufgestellt. Und das ist das, was ich eben immer wieder merke, so gerade im Vergleich zwischen Küsten- und Binnenbereich. Das ist die Sturmflut von 1962, die da natürlich insbesondere an der Nordseeküste immer noch nachwirkt. Und das ist dann im Prinzip so etwas wie eine Art Trauma, was immer noch, ich sag mal, in der Region verhaftet ist. Und ich finde das immer spannend, wenn Sie zum Beispiel an der Nordseeküste sind und dann sehen Sie überall Hinweise auf den blanken Hans. Es gibt Denkmäler, es gibt Bücher, es gibt Geschichten und, und. Also der Urlauber, der einfach nur an die Küste fährt, der kann eigentlich das Thema Sturmflut nicht umgehen. Das Thema Sturmflut ist irgendwie in der Landschaft omnipräsent. Naja, die Sturmflut oder diverse Sturmfluten haben ja auch die Küstenregion, gerade an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, massiv verändert. Also ja. Es hat ja früher ganz anders ausgesehen und es haben auch viele, viele Menschen ihr Leben gelassen bei diesen Sturmfluten. Also von daher ist das ein anhaltendes Trauma wahrscheinlich. Genau, und gehen Sie in die Literatur, ob das, ich sag mal, Rungholt ist, ob das Hauke Haien ist und wie sie alle heißen, der Schimmelreiter natürlich. Das sind einfach natürlich so, ich sag mal, eigentlich ein Ergebnis dieser Sturmfluten, die über Jahrhunderte einfach das Leben an der Küste geprägt haben. Und so etwas finden Sie im Binnenbereich nicht. Aber auch im Binnenbereich gilt, nach der Flut ist vor der Flut. Also Hochwasser werden uns immer wieder beschäftigen, oder? Ja, aber wir merken eben doch, dass die Herangehensweise da, ich gehe mal wieder zurück zum Ahrtal, ein anderes ist. Auch im Ahrtal findet man Hinweise auf vergangene Hochwasserereignisse. Da gab es die Hochwassermarken von 1804 und 1910. Die haben die Gesellschaft nicht so geprägt, wie ich das eigentlich immer von der Küste kenne. An der Küste ist der Umgang mit der Sturmflut einfach ein ganz anderer. Bevor wir gleich nochmal über Deutschland hinausblicken, was für internationale Schutzmaßnahmen es gibt, denn der Anstieg des Meeresspiegels ist ja kein nationales Phänomen. Wir sind gut aufgestellt oder muss noch was passieren? Also ich finde, dass wir im Küstenbereich eigentlich insgesamt schon sehr gut aufgestellt sind. Was wir aber brauchen ist, wir dürfen uns natürlich jetzt nicht zur Ruhe setzen, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir unsere Küstenschutzstrategien auch immer wieder überprüfen, dass wir neue Daten einfließen lassen, die uns dann eben auch zeigen, ob es zu neuen oder veränderten Entwicklungen an der Küste kommt. Und dann können wir auch versuchen, rechtzeitig zum Beispiel Maßnahmen zu ergreifen. Und ich sag mal, da dürfen wir auch nicht aufhören, etwas zu machen. Ich finde eigentlich, da sind wir wirklich im Küstenbereich auch sehr gut aufgestellt. Und ich denke da zum Beispiel in dem Zusammenhang auch an das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen, die auch regelmäßig wieder neue Forschungsprojekte initiieren, um einfach auch neueste Forschung in die eigenen Maßnahmen dann auch einfließen zu lassen. Das ist eigentlich etwas, was ich so in der Form wirklich auch nur aus dem Küstenbereich kenne. Und das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen initiiert ja nicht nur neue Forschungsvorhaben, sondern gibt auch regelmäßig eine Zeitschrift oder ein Buch heraus, die Küste, wo dann auch neueste Ergebnisse immer wieder publiziert werden. Es findet jährlich ein Statusseminar statt, wo man wirklich sich auch über neueste Ergebnisse austauscht. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, der jetzt, ich sag mal, eigentlich aus dem Küstenbereich irgendwann mal in den Binnenbereich gegangen ist, dass das wirklich etwas ist, womit wir auch weiterkommen. Manchmal würde ich mir das eben auch in ähnlicher Form auch im Binnenland wünschen. Nun sind Sie als Experte für den Hochwasserschutz auch international gefragt. Sie arbeiten mit am Global Water and Climate Adaptation Center, ABCD Center. Worum geht's da genau? Also erstmal, ich glaube, egal ob Hochwasser oder Küstenschutz, es ist ein internationales Thema. Das ist ein Thema, womit nicht nur wir zu kämpfen haben, sondern in anderen Ländern ist das mindestens genauso. Und es gibt durchaus Länder, die viel mehr mit
Hochwasserereignissen oder Sturmfluten, Hurrikanen und ähnlichen Naturereignissen zu kämpfen haben. So, und dann haben wir ja nicht nur das Thema Sturmfluten, sondern wir haben auch insgesamt das Thema Wasserversorgung. Wie gehen wir eigentlich mit den Wasserressourcen um? Das war so ein bisschen die Veranlassung, unter anderem auch für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, 4 globale Klimazentren aufzubauen. Und eines dieser globalen Klimazentren ist das ABCD Center, Global Water and Climate Adaptation Center. Das ist so unser Kurzname. Das ist ein Klimazentrum, was wir momentan betreiben, zusammen mit der TU Dresden, dem Asian Institute of Technology in Bangkok und dem Indian Institute of Technology in Chennai. Deswegen auch ABCD für A Aachen, B Bangkok, C Chennai und D Dresden. Die Federführung. Die Federführung liegt bei der TU Dresden und das Ziel ist eben wirklich, Klimaanpassungsmaßnahmen für das Thema Wasser zu entwickeln. Da spielt auch der Küstenbereich eine Rolle. Und wir haben 3 Säulen, auf denen wir da aufbauen. Die erste Säule ist Forschung. Das heißt, wir initiieren Forschung, denn wir brauchen Forschung insbesondere zur Entwicklung nachhaltiger Klimaanpassungsmaßnahmen. Und Klimaanpassungsmaßnahmen, die gehen beim Wasser zuerst los. Wasser ist das Thema überhaupt an der Stelle. Und nicht nur Wasserversorgung, sondern auch Schutz gegen das Wasser. Deswegen Hochwasser oder Sturmfluten. Die zweite Säule ist Transfer. Wir wollen Erkenntnisse, neueste Forschungsergebnisse auch wirklich in die Praxis übertragen. Das machen wir insbesondere in Asien und Südostasien, weil das ja unser Fokusgebiet ist. Und die dritte Säule ist Teaching. Das heißt, wir bilden an der Stelle insbesondere Doktorandinnen und Doktoranden aus, um damit eigentlich auch eine neue Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern auszubilden, die dann auch in der Lage sind, später mal solche Klimaanpassungsmaßnahmen auch planen, entwickeln und vielleicht auch. Wie lange gibt es das Center schon und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Also das Center gibt es jetzt seit 3 Jahren und wir haben auf vielen Gebieten jetzt schon gearbeitet. Wassersicherheit ist ein Thema, wo sehr viel gemacht wurde. Küstenschutz ist ein Thema, Hochwasserschutz ist ein Thema, wo schon viel entwickelt wurde und wo wir gerade eben diese Ergebnisse auch schon in sogenannte Transferworkshops einfließen lassen. Und die Transferworkshops, ich war im Herbst letzten Jahres auf einem Transferworkshop in Indien und da wurden dann eben auch diese Ergebnisse zusammen mit den indischen Partnern dann auch diskutiert, vorgestellt. Wir hatten aus einer Provinz in Indien Praxispartner dabei, haben mit denen die Ansätze auch durchdiskutiert. Also wichtig ist uns an der Stelle diese direkte Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Ist es ein Geben und Nehmen? Auf jeden Fall. Also ich finde immer, dass man auch aus anderen Ländern unglaublich viel lernen kann. Weil die haben teilweise andere Maßnahmen, auch andere Herangehensweisen. Und ich finde das immer wieder spannend zu sehen, wie die dann rangehen. Und sicherlich das ein oder andere kann man auch für uns nutzen. Sicherlich nicht alles, weil ganz klar, Indien ist nicht Deutschland. Und da meine ich insbesondere, dass natürlich auch die naturräumlichen Verhältnisse sehr unterschiedlich sind. Wir haben Sturmfluten, die Inder haben im Wesentlichen mit Taifunen zu tun und Zyklonen. Eine ganz andere Belastung der Küste. Wir haben zusätzlich auch dieses Thema, dass da hin und wieder auch nochmal, aber natürlich nicht klimabedingt, ein Tsunami vorbeikommt. Von daher, sehr unterschiedlich, die Küstenregionen. Und trotzdem kann man viel voneinander lernen, übernehmen. Und das macht gerade die Zusammenarbeit mit den indischen Kolleginnen und Kollegen sehr interessant und attraktiv. Haben Sie was Konkretes, was wir von den Indern übernehmen können? Also womit wir uns gerade sehr beschäftigen mit den indischen Kollegen, ist eigentlich der Schutz gegen Tsunamis. Spielt jetzt für Deutschland nicht die ganz große Rolle. Da geht es darum, wie kann man zum Beispiel Bauwerke, also Gebäude planen, die dann auch tsunamiresilient sind. Also die Idee ist, wenn ein Tsunami kommt, wir wollen jetzt die Gebäude nicht ganz verlegen, aber das Gebäude bleibt stehen, es kommt die Tsunamiwelle und dann rauscht die eigentlich durchs Gebäude durch. Das Gebäude bleibt stehen und die Bevölkerung hat die Möglichkeit, weiter
zum Beispiel in einem höheren Stockwerk, Schutz zu suchen. Das ist eine Herangehensweise eigentlich etwas, was wir aus Deutschland auch kennen. Wenn ich zum Beispiel an die Halligen denke, da haben wir keinen Tsunami, nicht, dass mich da jetzt irgendjemand missversteht, aber auch da ist es so, es gibt Schutzräume auf den Halligen. In diese Schutzräume könnte sich die Bevölkerung zurückziehen bei extrem schweren Sturmfluten, weil sie ja dann nicht mehr die Möglichkeit hat, auf Festland zu kommen. Und so ein bisschen ist das quasi auch die Idee, die hinter diesen Tsunami-Projekten steht, die wir hier gerade durchführen. Wie muss eigentlich so ein Gebäude aussehen, dass die Welle, die Tsunami-Welle, das Gebäude jetzt nicht unmittelbar zerstört? Das heißt, die Welle sollte eigentlich durch das Gebäude durchlaufen. Das Gebäude sollte möglichst wenig Widerstand haben. Denn es ist besser, die Welle läuft durch, aber das Gebäude bricht nicht zusammen, kollabiert nicht. Und die Bevölkerung hat die Möglichkeit, die Bewohner, einfach in ein höheres Stockwerk zu gehen. Oder was wir gerade momentan experimentell machen, ist, wir untersuchen sogenannte Bufferblocks. Das ist übrigens eine Idee, die wir mal übertragen haben von Norderney. Wir haben da vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch am Leichtfallsinstitut in Braunschweig, haben wir mal Untersuchungen durchgeführt zum Sturmflutschutz für Norderney, haben da quasi so, ja, wellenbrechende beziehungsweise energiereduzierende Elemente entwickelt. Wir sind jetzt gerade dabei und gucken, lässt sich sowas eigentlich auch auf Tsunamis übertragen? So Tetrapoden-mäßig, oder? Ja, das sind eigentlich eher so, wir nennen die Bufferblocks. Das sind so große Blöcke. Wenn Sie sich mal den Küstenschutz auf Norderney ansehen. Ja, ich weiß, da sind so Blöcke eingelassen, die kenne ich. Ja, genau. Und auf Helgoland sind diese Tetrapoden, genau. Mhm. Auf Helgoland sind die Tetrapoden und wir versuchen so etwas zu übertragen und untersuchen gerade, wie ist eigentlich die Wirksamkeit dieser sogenannten Bufferblocks auf einen ankommenden Tsunami. Oder ein Thema, wo wir sehr stark voneinander profitieren oder auch gemeinsam untersuchen, ist zum Beispiel, ist gerade so ein interessantes Thema, das Thema Nature-Based Solutions. Gibt es denn eine Nature-Based Solution, eine natürliche Lösung gegen Sturmfluten oder gegen Tsunamis? Gibt es das? Also bei den Tsunamis ist es zum Beispiel so, dass natürlich etwas, was wir wieder nicht übertragen können. Da sind wir wieder bei dem Thema, wir können nicht alles übertragen, weder aus Deutschland nach Indien noch von Indien nach Deutschland. Nehmen wir zum Beispiel Mangrovenwälder. Mangrovenwälder sind eigentlich eine klassische Nature-Based Solution, eine der bekanntesten Nature-Based Solutions. Die Wälder schlucken die ankommende Tsunami-Welle, reduzieren damit die Wellenenergie und schützen damit eigentlich das Hinterland. Interessant. Ich denke mal zum Beispiel, so eine andere Nature-Based Solution ist, die wir in manchen Bereichen, insbesondere auf den Inseln haben, sind Dünen. Dünen sind natürliche Küstenschutzmaßnahmen. Ja, aber Dünen werden ja ein Sturm, ein Opfer der Fluten mehr und mehr. Also es gibt ja massive Dünenabbrüche auf den Inseln. Und deswegen beschäftigen wir uns zum Beispiel damit, wie kann man halt auch den, ja, sozusagen natürlichen Reparaturprozess dieser Dünen wieder stärken. So das klassische Verfahren, was man da hat, sind eigentlich die Sandfangzäune. Haben wir in einem Forschungsvorhaben auch gefördert vom BMBF und dann über das Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen haben wir das untersucht. Das war das Forschungsvorhaben ProDune. Und wir haben geguckt, wie ist eigentlich die Wirkung dieser Sandfangzäune? Wie muss man Sandfangzäune eigentlich aufstellen? Wie schaffen wir es, mit Sandfangzäunen eigentlich ein Maximum an Sand zurückzuhalten, um damit die natürliche Dünenentwicklung auch zu fördern? Oder ein anderes Beispiel ist dieser sogenannte Strandhafer. Ja. Sie kennen dieses Gewächs auf den Dünen. Auch das ist eigentlich eine Nature-Based Solution. Mhm. Denn dieser Strandhafer, der hält die Sandpartikel, die mit dem Wind transportiert werden, zurück. Und fördert damit natürlich auch wieder den natürlichen Aufbauprozess der Dünen. Und das ist momentan ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch bei uns in Deutschland, Nature-Based Solutions, eben nicht alles nur mit Beton und Stahl zu bauen, sondern auch natürliche Prozesse, natürliche Küstenschutzmaßnahmen, ja, zu stärken, zu fördern und damit auch den Küstenschutz zu verbessern. So spannend, mit Ihnen zu sprechen, Herr Schüttrumpf. Danke, dass Sie uns hier so einen großen Einblick gegeben haben zu dem Thema, wie wir uns vor dem Hochwasser schützen können. Diesmal sogar im Landesinneren und auch an der Küste. Dankeschön. Super, vielen Dank.
Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Professor Dr. Holger Schüttrum von der Uni Aachen unterhalten. Er ist Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du keine neue Folge. Und noch was. Danke für eine schriftliche Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Wir sind jetzt schon auf Platz 16 unter den 50 besten Technik-Podcasts in Deutschland. Und mit deiner Bewertung rücken wir bestimmt noch weiter nach oben. Tschüss und bis bald. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Feening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Produziert von Bärbel Feening.